Verehrte Abgeordnete, die Wahlbewegung zur Wahl der Volkskammer hat mit Eindeutigkeit bewiesen, wie groß das Vertrauen unseres Volkes. Seit 17 Jahren arbeite ich hier, seitdem es den Palast gibt. Und 17 Jahre sind ja bald zwei Jahrzehnte, dass man auch an dieser Arbeitsstelle hängt. Sonst hätte man wahrscheinlich viel früher sich um was anderes bemüht. Aber ich habe gern hier gearbeitet und arbeite immer noch gern hier. Hier saß nun einst Herr Honecker und nun ist er weg. Wir waren 1800 Mitarbeiter und zurzeit sind wir nur noch 60 Mitarbeiter. Der Palast hat leider geschlossen. Aber dieser Kleister bleibt trotzdem an der Scheibe. Weiterhin sauber aussieht, von außen, zumindest von außen, dass die Passanten oder die Berliner noch Freude an ihrem Palast haben. Naja, das ist ja das gelbe Zeug furchtbar. Wir müssen die abmachen, die da nicht machen. Recht traurig aus. Nee, mein Palast ist ja nicht unser Palast. Früher war hier nicht nur die Volkskammer da, denn wir hatten den großen Saal und viele Gaststätten, wie zum Beispiel Spreerestaurant, Lindrestaurant, Palastrestaurant, Espresso, Milchbar, Mokka-Bar, die Klause, die Foyer-Restaurants. Das Wichtigste war eigentlich der große Saal, wo 5000 Menschen Platz fanden, wo die verschiedensten Veranstaltungen stattfanden, vom Kessel Buntes bis zu Konzertveranstaltungen, Beethoven, Kinderveranstaltungen, Konzerte, Bälle, Volkskunsttage, die von den einzelnen Bezirken ausgestattet worden sind. Die 9. Sinfonie, Silvesterbälle, Tanzturniere, alles. Wir wohnen seit 1984 hier, nachdem ich meine Lebensgefährtin kennengelernt habe, über eine Annonce. Und dann bin ich zu ihr gezwungen. Mit den Mitbewohnern haben wir sehr wenig Kontakt. Da geht jeder so seinen Weg. Guten Tag, guten Weg. Wenn wir unsere Tür zumachen, ich wohne gern da. Ja. Ist eine schöne Aussicht. Wir haben viel Grün hinten. Wir haben keinen, der uns ins Fenster sehen kann. Bei uns kommt keiner hier hin zu niemandem.
so schnell mit Schatten. Das Wasser läuft. Wie kannst du mir denn schlafen? Ja, also ich mach jetzt Kaffee. Nicht dunkel, sondern blond. 1,76 groß, 45 Jahre alt und schlank. Habe sie das gleiche Schicksal erlitten und seit einem Jahr verwitwet. 5 schwere Jahre habe ich durch die Krankheit meines Mannes ertragen müssen. Mein Wunsch wäre nun wieder, einen lieben, netten Partner kennenzulernen, der auch Interesse für Wochenendgrundstück und Auto hat. Ich habe einen erwachsenen Sohn, der bereits seine eigene Familie hat. Ich wohne in Berlin, bin voll berufstätig und als wissenschaftlicher Mitarbeiter beschäftigt. Zu erreichen bin ich täglich unter Berlin, Telefonnummer 51-27-017. Im Netter. Du hast geschrieben, Witwe, 45 Jahre, alt, ne? Ja. Nicht Raucher, nicht Trinker, mit handwerklichen Fähigkeiten, Sucht. Und Führerschein. Ja, und dann? Sucht. Nette. Blonde hast du noch geschrieben. Und darauf hatte ich 31 Zuschriften. Ne, 41, wa? Mhm. 41, mit Bilder, ohne Bilder. Und aus diesen 41 habe ich dann abends zu Hause sortiert, alle gelesen. Und bin dann an dem Sonnabend hier fast abgehetzt, 3 Krankenbesuche. Mit eben so einem Rosenstrauß und einem Kasten Konfekt auf diesen Klingelknopf draußen gedrückt, mit Herzklopfen schlimmer wie jetzt. Es war, wenn man jung ist, empfindet man das doch anders. Im Alter ist es nach, wie würdest du denn nur aussehen? Wir haben uns ja nur telefonisch gesprochen. Und dann macht sie die Tür auf und sagt, nur das bin ich. Man hat beim Bau dieses Palastes 720 Tonnen Spritzasbest verarbeitet. Wegen dieser Asbestgeschichte ist der Palast geschlossen worden, weil nicht auszuschließen ist, dass sich diese Asbestteilchen lösen und der Befall größer werden kann. Und das muss alles eben vernichtet werden. Unsere Hauptbeschäftigung ist jetzt aufzuräumen. Ja, alles, was so liegen gelassen worden ist von den Mitarbeitern, altes Büromaterial, alte Zeichnungen, die Maske. Im Prinzip das ganze Haus, von den Küchen über die Restaurants, Büros, in den Garderoben, überall, wo irgendwas liegen geblieben ist. Alte Kochtöpfe, alles ist aufzuräumen. Also wenn wir beide das machen müssten, hätten wir 2 Jahre zu tun. Na, 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 na.
Das kenne ich. Das kenne ich hier noch nicht. Ja, da steht die Bühne noch, guck mal. Ja. Und wie bleibt der Name, wenn Geschichte er schreibt? Wie schreibt er Geschichte, wenn er entdeckt, wenn er entdeckt? Das ist man nicht. Und alles, was hier drin, lassen wir ausgemacht. Ja, das lasst drin. Dann können Sie entscheiden, was damit werden soll. Kassette? Oh, die lasst drin. Ja, manchmal hat man das Gefühl, wir schmeißen zu wenig weg. Und manchmal tut einem direkt leid, so viel wegzuschmeißen. Die Rohmaterial, ein anderer brauchen könnte. Locher, Bleistifte. Kugelschreiber. So. Ja. Die Geschichte wird bestimmt weggeschmissen. Ja. So tiefer nachgedacht haben wir darüber noch gar nicht. Tiefer nach hat bestimmt noch keiner, weil alle nur denken, verheilige einen Arbeitsplatz oder krieg eine neue Arbeit. Und es sind ja genug, die hier gearbeitet haben, sind ja einige Arbeitsplätze, die hier verloren gegangen sind. Meinst du, da noch gar nicht? Das sind in seinen Röntgenplatten hier. Ja. Ach ja, mein Gott. Die Palasttischkarten kommen alle weg. Alt ist alt. Kalender von 1989 dann weg. Ist alles Schrott. Die Ausweichungsmappen. Oh, wir werden ja nicht mehr aktiviert. Nee, dann heißt es nochmal mit dem Bundesverdienstkreuz. Man weiß es nicht. Vielleicht kommt man den hier zurück und holt ihn. Die sechs Flaschen hier, die kann man auch wegschmeißen. Die sind leer. Ja, da hat er mal einen getrunken. Ja, da hat er sich per Laune erhalten. Und, sein Buch. ...1990 abgeladen. Kann ich die mitnehmen? Jedoch der Bau an dir wird nie zu Ende sein, denn er heißt Friede, heißt Kommunismus, heißt die ganze Welt. Dies sei der Mörtel, der dich haust im Herzen unserer Stadt Berlin, für stets zusammenhängen. Solidarität. Einerlei, welche Farbe und Rasse. Wir haben alle ein Vaterland,
die proletarische Klasse. Es schwört der Verrät, der im Kampfe steht. Solidarität. Solidarität! Palast, der Sieger der Geschichte. Völker dieser Erde, einigt euch in diesem Sinn. Wir wünschen den Frieden, am Ufer springt von Feinden des Volkes erschossen. Solidarität, ein Reich. Ja? Ja. Ein Vaterland. Ich hab den Rosimo. Nee, jetzt schluck. Ein Aufteil, wenn man das sparen kann, wird es billig. Ach, das wird noch eine Tasse. Ja, setzt euch hin. Es kommt vielleicht mehr Kaffee. Ja, wird ein richtig weh, wenn man jetzt durch den Tod nach Hause geht. Ja, das ist schön. So ein bisschen Wehmut ist da. Drin, wie du alles so dahin verstaubst. Es war eine Stätte der Kultur. Muss ich immer wieder nach. Es gibt einen Großteil der Möglichkeiten. Da haben wir die Nase voraus beim großen Saal. Man kann ja vieles machen. Ich meine, der Hochturm 1 und 2 ist beweglich. 24 Deckenplafonds können bewegt werden. Auf Ballvariante, auf Konzertvariante. Es ist schon was anderes. Da ist viel kaputt. Alles weg. Wenn man noch an den Palast erinnert, wie Kopfbilden, Schreibpapier wo, oder Volkskammeraufdruck, Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik, die sind ja nicht mehr verwendbar. Wir wollen uns schon erst gerne an den Palast erinnern, weil wir sind mit dem groß geworden. Das ist ja über ein Jahrzehnt, wo manche Mitarbeiter hier tätig waren. Und da kann man nicht einfach so wegschmeißen, aber Das ist ja nicht verwendbar. Wir haben ja in den letzten Tagen immer so eine kleine Wiederholung gemacht. Und das macht ja auch wirklich ganz lecker. Was mir am wichtigsten als durchlaufender Faden dieses Seminars ist, Bilanz, Aktivkund, Passivkund. Ich brauche das da jetzt nicht so zu wiederholen, Aktivkund ist die linke Seite. Passivkunden rechter Seite, aber wo ich hinaus will, aktiv konnten, haben wir einen Anfangsbestand auf der Sollseite. Passiv konnten haben wir einen Anfangsbestand auf der Habenseite. Also ganz schnell zusammengefasst, was mir am wichtigsten als durchlaufender Faden dieses Seminars ist, Bilanz, Aktivkunden, Passivkunden. Die Strecke, die ich jeden Tag zur Arbeit fahre und wieder nach Hause. Das ist der Rest der Mauer, wo sich haben einige Künstler verewigen können, die für den Frieden und der friedlichen Revolution ein Andenken schaffen wollen. Wollten. Das ist die Ostseite. Dahinter liegt die Spree und dann ist die Westseite.
Tag zur Arbeit, ich komme um 11:30 bis jetzt gerade meinen Lehrgang besucht, ging zur Weiterbildung für unsere zukünftige Arbeit. Das ist eben ein bisschen viel, wenn man vormittags arbeitet, sich dann vorbereiten muss und dann noch eine Schule machen muss. Aber es muss eben geschafft werden. Erinnert doch immer wieder an den 9. November. Ich arbeite jetzt jeden Tag 12 Stunden von Montag bis Donnerstag, möchte ich sagen. Aber es ist eben eine vorübergehende Zeit und dann nehmen wir eben das gerne in Kauf. Und es wird ja auch dann wieder mal ruhiger werden. Ich freue mich immer, wenn ich nach Hause komme. Auch wenn ich spät nach Hause komme, ich freue mich immer. Und ich freue mich auch, wenn ich morgens wieder zur Arbeit gehen kann. Muss ich sagen, ich arbeite sehr gerne und freue mich auch, wenn ich dann wieder gehen kann. Und freue mich dann wieder, dass ich abends nach Hause gehen kann. Das ist an und für sich meine Erfüllung. Heute so die letzte Amtshandlung, weil wir den Wagen anlässlich des 31. Geburtstags meines Sohnes den verschenken. Und da möchten wir den schon im sauberen Zustand übergeben und deswegen machen wir heute noch mal ein bisschen Grundreinigung. Was denn jetzt? Komm mal her, mein Kleiner. Wir haben uns im Dezember einen 19 Charmat bestellt und der ist jetzt in Berlin angekommen und wir können ihn am Freitag uns abholen. Und aus Grund dessen haben wir diesen Wagen den Sohn geschenkt. Ich war an sich von der frühesten Jugend an mehr mit Viertaktmaschinen vertraut. Und der Zweitakter ist nicht so meine Welt. Ich wollte immer mal gerne einen Viertakter haben. Also, dass dieser Traum mal Wirklichkeit wird, hat man vor 2 Jahren noch nicht gedacht. Und Charmat auf Französisch heißt? Ja, hatten wir neulich gerade, um Himmels Willen. Was ja, war denn das hier wieder? Im Wörterbuch. Nee, irgendwie Herzens... Herzensbrecher oder sowas. Irgendwas in der Richtung. Herzensbrecher. Ich habe noch nie große Träume gehabt und alle Kapsel genommen, wie es eben gekommen ist. Ein Auto, möchte ich sagen. Na, jetzt waren wir in den Träumen des Autos so, dass wir noch gar nicht weiter geträumt haben. Kommt ja dann erst, wenn... Jetzt hat man sich erstmal einen Traum erfüllt und ist nur geile Ruhe. Es war unsere Idee, dir heute zu schenken, den Wartburg 719-IND. Besonders musst du nun noch warten, dann kannst du den Wartburg starten. Sei nicht bös und hab Geduld und wir sind bald aus unserer Schuld. Als Symbol überreichen wir den Kfz-Brief dir. Bitte schön. Du brauchst ja nur noch bis Freitag warten. Ist das süß? Ich bitte mal gehört von mir ein in der Orchesterwanne. Danke, wir fahren los.
was man hier sieht, ist beweglich. Ja, die Decke ist zu fahren, 24 Deckenplafonds. Die 6 Schwenkparkette sind nach oben, nach unten zu fahren. Hier, wo wir jetzt uns befinden, ist nach unten und nach oben zu fahren. Also alles ist fahrbar. Hier können Wände von eingefahren werden, von oben runtergelassen werden, Vorhänge eingefahren werden. Also die Vielfalt ist sagenhaft. Und wir haben noch 60 Mitarbeiter von 1800, die diese Anlagen weiterhin warten müssen. Denn wenn eine Maschine nur steht, ist für keine Maschine gut. Und deswegen werden Erhaltungsfahrten gemacht, um alles in Bewegung zu behalten. Guten Tag, liebe Kinder, guten Tag. Das ist ja gut, dass ich euch treffe. Das ist gut, dass ich euch treffe. Ich muss euch nämlich unbedingt mal was sagen. Ach. Ja. So viele Wunschzettel habe ich bekommen. Sind alle hier drin? War schon ein bisschen stolz dahinter. Wenn nach so einer festlichen Veranstaltung und alles geklappt hat und der Direktor hat seine Truppe zusammengenommen, hat gesagt, Jungs, war alles in Ordnung. Keine Beanstandung. Das war schon ein kleiner Stolz dahinter. Ja. Dann wurden wir 2 Meter groß. Von mir persönlich gesehen, wenn ich hierher ging, wollte ich Entspannung finden. Von der Arbeit, der täglichen Arbeit. Und habe das nicht als eine politische Sache gesehen. Die Politiker, die hier drin gedacht haben, werden vielleicht mehr darüber nachgedacht haben, wie wir, jeder auf seiner Strecke. Ich war kein Politiker. Ob nur Honecker oder Kohl, ich würde meine Arbeit so machen, wie es von mir verlangt wird. Und so, wie es in meinem Arbeitsvertrag steht, den wir gekriegt haben, wo steht, dass ich meine Arbeit gewissenhaft und zu erfüllen habe. Figaro da, Figaro da, Figaro da, Figaro da. Na, 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 na. Achim, läuft noch alles? Vias 2 Verkehrsservice. Denken. Tiergarten Mitte. Insbesondere im Bereich Invalidenstraße, Olympikstraße, Alexanderplatz kommt es heute von 9 bis ca. 17 Uhr wegen einer Großkundgebung südlich des Brandenburger Tores zu umfangreichen Verkehrssperren. Ausweichempfehlungen können nicht gegeben werden. Die demonstrieren gegen die Arbeitslosigkeit. Also, wenn ich arbeitslos wäre, würde ich vielleicht auch nochmal mitgehen. Man weiß es nicht. Ich kann das nicht so jetzt im Moment ausdrücken. Aber wir haben gesagt, wie die Demonstrationen waren im 9. November. Eines Tages gehen die wieder auf die Straße und sagen, so wollten wir doch nicht.
Und da ist das Beispiel jetzt. Die haben geschrien nach der Deutschland einig Vaterland, aber wahrscheinlich hat niemand vermutet, dass es so krass. Man hat zwar gesagt, wir werden erst die Talsohle durchmachen müssen, aber dass es so schlimm wird, hat bestimmt niemand gedacht. Hier drin befinden sich die Eisenträger, die mit Asbest bespritzt wurden, was das Übel des Palastes ist. Jetzt bin ich Asbest befallen. Ich muss Ihnen erst mal vormachen, wie das war. Und komme als König Zieperbeck und singe, ich bin der König Zieperbeck. Alle Menschen freuen uns. Lang gespart. Nur die Unterschrift, bitte. So, ja. Guck mal, da kannst du drin schlafen. Den Wagenheber, ja. Den Radmutterschlüssel, ja. Dann haben wir dieses Zusatzpaket, sprich den Verbandskasten, den Lampenkasten und den Sanitkasten. Hier kommen Sie ja immer ran. Da brauchen Sie nicht dann alles Kofferraum auszuweichen. Hat der auch ein Werkzeug oder so? Werkzeug ist nichts weiter dabei. Brauche ich nicht. Brauchen Sie auch nicht. Aha. Na gut. Als Erinnerung an den heutigen Tag, anlässlich des neuen Autos. Kannst du auch hier. Ganz gut. Schon ganz blass sieht aus. Hat sie eben gesagt, du siehst ganz blass aus. Die beiden Schalter hier sind für den elektrischen Fensterheber. Jeweils, wie der Pfeiler ist, geht es nach unten. Ja. Und die kann man ganz runterlassen. Ganz ja. runter. Und sie können ja. aber auch die dazwischen die Stellung, ja. die Höhenverstellung vom Sitz. Ja. Wenn Sie jetzt den Hebel hochnehmen und so ein bisschen nachlassen, dann geht es nach oben. Ja. Beziehungsweise runter. Man ist ja wie ein Schleudersitz. Ja. Da darf ich mich verabschieden. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem neuen Auto, falls was ist. Wir bedanken uns. Wir bedanken uns. Ja. Und wünsche Ihnen gute Fahrt. Denn, ja? Dankeschön. Wiedersehen. Und ich komme jetzt nach vorn, ja? Na klar, soll ich vorne einstecken. Und jetzt seht ihr mir nie wieder.
dran gewöhnen. Wart ihr mit meinen Fahrkünsten zufrieden? Ja. Und jetzt kommt die Show. Wir kommen da ja nicht mehr rum, das ist die Batterie alle. Das ist der Raum hier, wo unsere Reinigungsmaschinen stehen und geladen werden, gewartet werden, die früher unsere Komplexreinigung gefahren hat. Und damit sie sich nicht kaputt stehen, werden wir die Maschinen turnusmäßig 14-tägig bewegen, um die Batterien neu aufladen zu können, damit die Bürsten nicht festrosten, und machen damit somit eine Unterhaltungsfahrt, um die Maschinen noch zu erhalten. Wenn die Pforten des Palastes wieder öffnen, na, dann würden wir wahrscheinlich stehen und die Gäste zugucken, wie sie da hochkommen und uns denken, es müsste ja vieles verändert werden. Wir haben ja keine Blumen und nichts mehr drin, weil früher ja der Anziehungspunkt mit war im Hauptfoyer. Da würden alle wahrscheinlich nicht auf eine Stunde gucken, um ihn vielleicht noch besser zu präsentieren, wie man es so sieht. Veröffnungsveranstaltung Katja Epstein, Peter Schreier, der Omnibus-Chor, der Chor der Nationalen Volksarmee vom Erich-Weinands-Ensemble. Die könnten nicht mehr, aber wir sind ja jetzt gesamtdeutsch, und warum könnte man da nicht aus ganz Deutschland Künstler herholen, die den Palast in Deutschland wieder neu eröffnen? Dieses Bild soll aussagen, dass Kommunisten träumen. Ich persönlich kann mir darunter nichts weiter vorstellen. Ich habe einfach keine Beziehung dazu. Ich hatte eigentlich nie Träume in dieser Beziehung. Ich war doch mehr für die Realität, die zurzeit vorhanden war. Leben, das ist manchmal auch sehr. Zu gewissen Dingen, die hochpolitischen Charakter manchmal führten, waren so ja die Bilder zugebaut, weil wir diese Flächen für andere Dinge brauchten. Die Chorien wurden dazugestellt, Büroräume draus gemacht. Da war diese Kunst verstellt. Herr Liebig, wir haben Sie damals in Noten gesetzt. Können Sie Noten lesen? Ja, selbstverständlich kann ich Noten lesen. F, D, G, B. La, ho, ho, la, ho. Ne, das habe ich jetzt nicht gesagt. Ich würde mal sagen, zum Anfang, wie er nur entstand und langsam sich hier zum Ende gestaltete, die Scheiben eingesetzt wurden, sahen natürlich sehr prunkvoll aus. Die Beleuchtung draußen, und daraus resultiert wahrscheinlich dieses Protzo. Denn ihr Protz haben wir doch im Prinzip nicht damit. Aber wenn so ein Glaspalast dahingestellt wird, wo wir vielleicht noch hätten andere Sorgen gehabt, wurde aus der Bevölkerung heraus ein Protzo, Palazzo, Protzo. Von uns ist diese Tor nie herausgebracht worden. Die Vergangenheit ist eine fremde Frau, ist schon vorbei und sagt zu uns kein Wort. Wer weiß den Weg zu ihr? Vorstellen könnte man sich das schon, ja. Warum soll nicht hier der Bundestag tagen? Ja, wir würden uns ebenso bemühen, unsere Arbeitsaufgaben zur vollsten Zufriedenheit durchzuführen, damit sich auch diese Abgeordneten in diesem Hause wohlfühlen würden. Überall kommt ein bisschen was anderes raus. Die sind vielleicht zufrieden mit unserer Arbeit, und wir umgedreht, was sie dort beschließen, werden wir vielleicht unzufrieden. Das kann ja passieren.
Im Süden wäre es umgekehrt, wir wären mit ihrer Arbeit zufrieden und die mit unserer nicht. Und das, weil sie vielleicht schlecht versorgt haben oder dass sie schlechte Klimabedingungen vorgefunden haben oder dergleichen mehr. Die machen die Politik und wir machen die praktische Arbeit, jeder in seinem Beruf. Und nicht vergessen, Ohren und Stärke, die Heimat und Heimat.